So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Farmers Dynasty, Folge 220. Sieht das heute schon wieder irgendwie anders aus in der Auflösung? Ich werde verrückt. So, wie sieht's aus? Ernte ist noch nicht. Und dann spritzen wir erstmal ein bisschen Wasser drauf. So, Tür zu, dass die gute Luft drinne bleibt. Farmstatistik, wir schauen mal. Bereit zur Ernte, nix. Okay. Wir wollten heute, ich glaube, weiter säen. Oh nein. Check. Bier, Moment. Eigentümer gepflügt, kultiviert, gedüngt. Nur noch sehen. Gut, dann ab. Jetzt frage ich mich. Ankuppeln. Thermostat. Funktioniert das automatisch, wenn ich hier fahre? Oh ja, sehr gut. Dann mal Tempomat rein. Eiern wir mal hier übers Feld. Oh Gott, das geht aber rapide runter. Gut, das ist wieder ein großes Feld, 2,5 Hektar. Von daher, okay. Wir gucken mal schnell nach hinten, wie sieht das da aus? Ah, dass der automatisch gleich säen tut. Überrascht mich jetzt, aber okay. Ist halt eine rein mechanische Sämaschine. Oder eine rein mechanische Aussaat. Die Laufräder drehen sich, warum das auf der Straße noch nicht Saat verloren hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich jetzt, während ich eingestiegen bin, irgendeinen Schalter umgelegt. An der guten Maschine hier. So. Dann drehen wir doch mal schön unsere Kreise. Ups. Naja, ein richtiger Bauer macht das besser. Ich frage mich, wenn ich schon über ein gesätes Stück fahre, ob dann trotzdem der Speicher hier von dem Gerät geringer wird oder ob das so weiterzählt. Einfach fröhlich weiter sät. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte vielleicht nicht mit Tempomat fahren.
So, die Hälfte ist schon wieder raus aus dem Depot in der Maschine. Da sind wir 47% angekommen und sag mal 29% vom Feld sind bestellt, gepflanzt. Ja, das ist ja kein Pflanzen, das ist ja wirklich Sehen. Sehen. Immer schön weiter. Das geht aber auch recht flink. Bin ich schon echt dankbar dafür. So, 37% des Feldes sind bestellt. Einmal nach Hause nachher fahren, neu holen und das Feld ist dann komplett fertig. Rechtzeitig vorm Winter. So. 18% in der Maschine. Schwer zu sehen. Schwer zu sehen, wo gesät ist. So. 48%. Oh, 49%. So, und dann ist die Maschine alle. Wir können zurück nach Hause fahren. Maschine voll machen. Ich werde aber dann erstmal wieder ein paar kleine optionale Quests machen, um noch ein bisschen Geld extra zu verdienen und ein paar Sozialpunkte bekommen. Das ist ja ganz wichtig hier in dem Spiel. Ich noch die ganzen vollen Felder hier links und rechts sehe, aber ich will die mir jetzt nicht leisten. Lieber neuer Traktor. Vielleicht einen neuen Flug. Da können wir die ganzen Flugaufträge bei den Nachbarn machen, die ich bis jetzt ja in letzter Zeit fast alle geskippt habe, beziehungsweise noch nicht mal mir angeschaut habe. Eventuell wären da auch Felder rausgekommen, die ich schon irgendwann mal gepflügt habe.
und nicht machen müsste. Passt das gerade rein? Ja. Magazin. Enter. Wir wollen mit Weizen befüllen. Oh Gott, dann haben wir nur noch 20 Kilo. Gut, dann erstmal hier Rückwärtsgang raus. Auf die Minimap. Schauen wir mal, repariere eines der Gebäude dort. Und wo ist mein Pickup hier? So, mal schauen. Ups. Dann fahren wir mal los. Wir haben den ja in einer der letzten Folgen mal umlackiert bei uns zu Hause. In der Tankstelle beziehungsweise in der Garage, wo unser Benzintank und ebenfalls auch die Fahrzeugwäsche ist. So. Na, Janet. Janet, hast du eine Aufgabe für uns? Mädel, wo angelst du denn? Janet? Hallo? Wir reden später. Ja. Komm. Ich weiß nicht, was du da machst. Ich bin beschäftigt. Sehe ich. Fängst du Frösche im Schilf? Sind Angelhaken im Baum? Mädel, was ist los mit dir? Das kann doch nicht sein. Kurz schauen, 26. September. Okay, sie hat irgendwas gefangen. Mal schauen. Jetzt aber. Janet, hi. Tag. Guten Morgen. Ach ja, guten Morgen. Haben Sie ein paar landwirtschaftliche Tipps? Nein. Kann ich Ihnen behilflich sein? Kann ich Ihnen behilflich sein? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du? Ja, geil. Für 760. Oh, scheiße. Hört sich gut an. Glaube, da muss ich viel reparieren. So. 114 Meter, das kann ich laufen. Dann mal hopp. Nochmal hopp. Hühner, warum brecht ihr nicht aus? Das sieht doch gar nicht so ganz schlecht aus. Ihr könnt zu Channel zurück. Fertig. Wie schön. Dieses Gebäude haben wir wohl irgendwann mal bereits repariert. Danke. Hier ist etwas für dich. Das war mal schnelles Geld. So, gut, dann zum Fahrzeug. Beziehungsweise erstmal schauen, wo ist der nächste Auftrag? Ja, Transportmission. Transport. Repariere eines der Gebäude, komm. Dann gehen wir erstmal noch hier hin. Da können wir dann außen rum um die Karte. Ja, fahren mal die schmutzige Straße hier entlang. Das ist hinter der größeren Stadt dort. Aber wenigstens gepflastert ist die Straße. So, oh, ich habe gar nicht geschaut, kam da jemand? Oh, Zug, kommt auch kein... Ah, oi, oi, oi. Ein leichter Umweg. Aber geht noch. Noch, das Fahrzeug ist schnell, die Straße ist gut. Das ist eins von meinen Feldern hier. Das ist so
scheiße, wie das gepflügt ist, ist durchaus möglich. So weit vom Schuss. Hm. Dumm, die dumm. Brum, brum, brum. Wir fahren mal hier den kleinen Gang entlang. So. Ja. Lass uns das Auto mal stehen. Ah, hier könnte auch mal jemand mit einer Motorsense lang. Nein, kommt. Der ist doch nicht weggelaufen, oder? Repariere eines der Gebäude. Shit. Shit, schnell zum Fahrzeug. Schnell. Ja, ist wieder irgendwie querfeldein unterwegs. Wo habe ich mein Auto geparkt? Glaube ich, wir sind hier hintergefahren. Da. Oh Gott, haben wir Spuren in den Schlamm hinterlassen. Oh, oh, oh. Okay. Bis wir hier gewendet haben, ist der doch dreimal weg. So, armes Auto, du musst jetzt mal ein bisschen Offroad dich betätigen. Nix. Shit. Dahin. Dahin. Wo ist das? Da. Da rennst du da. Jetzt habe ich dich. Steve, bleib stehen. Steve? Steve, Steve. Warten Sie. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Ach ja, guten Morgen. Landwirtschaftliche Tipps? Nein, ich suche Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du? Na klar. 260, das ist ja... Ich kümmere mich drum. Ein Minijob. So. Da drüben, okay. Den Hof finden wir. Repariere eines der Gebäude. Hier kommt kein Auto, da kein Auto, dann fahren wir doch mal. Aussteigen. Scheiße, das ist wirklich kaputt. Okay, dann hopp. Wir sind noch am richtigen Haus dran, oder? Ja. Hier schaut alles gut aus. Ah, eine kleine Mauer hier oben. Machen wir direkt mal im Stehen. Kratze, kratze. Mieze, Katze. Dass die Steine noch so halten. Das Tor mal neu einfassen. Das war's schon, oder? Nein, hier ist ja noch mehr. Was macht ihr nur mit euren Häusern? Das sieht ja schlimm aus. Alles fertig. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir ihn wiederfinden.
Er ist zum Glück jetzt markiert als Ziel.